Tag 35. Ein Tag, wie er schöner nicht sein könnte, um Wurzelgleichungen zu lösen. Willkommen bei Mathe mit Rick, willkommen bei 50 Tage 50 Gleichungen. Die Lösung von Tag 34 siehst du oben, da haben wir x1 gleich 1, x2 gleich 1,5. Hoffe, du hast es hinbekommen. Tag 35, die Gleichung sieht so aus. Wurzel aus x² plus 16 minus x minus 1 ist gleich 0. Wurzel x² plus 16 minus x minus 1 ist gleich 0. Okay. Typ und Tool wieder überlegen. Wir sehen, wir haben ein x, das in der Wurzel steht und damit ist das eine Wurzelgleichung. Das Tool sieht folgendermaßen aus. Wir haben drei Steps, drei Schritte, die wir brauchen, um diese Wurzelgleichung zu knacken. Step 1, wir müssen die Wurzel isolieren, dann quadrieren und am Ende noch die Probe machen. Wurzel isolieren bedeutet, dass wir wollen, dass die Wurzel hier, dass die allein steht. Ja, die soll allein stehen auf der Seite und nicht noch mit irgendwie x und 1 irgendwie da in Verbindung stehen. Das bedeutet, dass wir das auch genauso machen. Wir rechnen auf beiden Seiten plus x und ich rechne mal sogar noch plus 1. Ich mache jetzt mal beide Steps in einem. Rechne also plus x plus 1. Dann habe ich also links noch die Wurzel zu stehen. x² plus 16. Und rechts steht dann eben x plus 1. Und ich habe zu 0 erst x addiert und dann noch 1, also x plus 1. Okay, das ist ja prima. Jetzt ist die Wurzel isoliert. Die Wurzel ist isoliert. Warum? Weil sie allein steht. Es steht nur eine Wurzel auf der linken Seite. Und damit ist die Wurzel isoliert. Und wir können jetzt im nächsten Schritt quadrieren. Wir quadrieren. So schreibt man das. Ja, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen hoch 2. Das heißt, wir quadrieren die linke Seite und dann auch noch die rechte Seite. So, wenn wir die linke Seite quadrieren, dann zerstören wir eben die Wurzel. Ja? Weil Wurzel oder Quadratwurzel und Quadrieren eben Gegenoperationen sind. Das heißt, wir haben noch x² plus 16, der Wurzel fliegt weg und auf der rechten Seite haben wir x plus 1 zum Quadrat. Die gesamte Summe hier x plus 1 quadriert. Gut, was machen wir als nächstes? x² plus 16. Ja, und jetzt x plus 1 zum Quadrat ist jetzt binomische Formel. Ja, Binomi. x² plus 2x plus 1. Ja, hier schön aufpassen, ich schreibe es nochmal hin. Binomi. Ja. Und jetzt können wir schön zusammenfassen. Jetzt ziehen wir hier wieder alle drüber. Ich rechne als erstes mal minus x². Das sieht doch nett aus. Dann fliegt das hier nämlich auf beiden Seiten raus. Und wir haben hier x² und hier haben wir auch x². Naja, wenn wir minus x² rechnen, dann sind die sehr schnell beide weg. Bedeutet, wir haben auf der linken Seite noch 16 ist gleich 2x plus 1. Jetzt haben wir noch eine kleine lineare Gleichung. Rechnen auf beiden Seiten noch minus 1. Dann haben wir nämlich 15 ist gleich 2x. Und jetzt kann ich durch 2 rechnen. Dividiere durch 2 auf beiden Seiten der Gleichung. Kriege raus. Wechseln wir noch die Seite. Dann kriege ich raus x ist gleich 15 halbe. Kann man ruhig so stehen lassen, kannst du auch 7,5 schreiben. Würde ich jetzt aber hier nicht als wichtig beurteilen. 15 halbe ist hier also jetzt die Lösung. Jetzt machen wir noch eine fixe Probe. Ja, wir gucken uns natürlich mal hier an, was hier in Gelb steht. Wurzel aus x² plus 16. Ja, super. x² ist doch 15 halbe zum Quadrat sind, jetzt nicht ausrasten, 225 Viertel. Ich habe jetzt Zähler mal Zähler, Nenner gemacht. Also 15 mal 15 und 2 mal 2. Jetzt plus 16, da rechne ich plus 64 Viertel, damit ihr das gleich addieren kann im nächsten Step. Jetzt rechne ich minus 15 halbe und minus 1. 225 plus 64 sind 289 Viertel, daraus die Wurzel gleich. Minus 15 halbe minus 1, das ist gleich. So, Wurzel aus 289 ist 17. Wurzel aus 4 ist 2, das heißt, ich habe 17 halbe. Minus 15 halbe. Naja, und 1 ist nichts anderes als 2 halbe, also minus 2 halbe. Das kann man jetzt ausrechnen. 17 minus 15 minus 2 ist nichts anderes als, na sichi, 0. Und zwar genau die gleiche 0, die auch hier auf der Seite der Gleichung steht.
Das bedeutet, 15 halbe ist ja also wirklich die Lösung der Gleichung. Ja? Wurzelgleichungen löst du also am besten, indem du die Wurzel zunächst isolierst. Wir wollen also, dass die Wurzel allein auf einer Seite der Gleichung steht. Wenn das der Fall ist, können wir im nächsten Schritt quadrieren. Dann erzeugen wir einen neuen Gleichungstyp, den wir wieder lösen können. Und wenn du dann eine Lösung rausbekommen hast oder mehrere, ist es total wichtig, die Probe zu machen. Ja? Mach bei Wurzelgleichungen die Probe. Es kann passieren, dass eine Lösung rausfliegt, gar nicht definiert ist, da nur eine Scheinlösung ist. Ja, es ist wichtig, dass du am Ende die Probe machst. Eine Aufgabe für dich, sie lautet: Wurzel aus 5x plus 5 minus 2x plus 3 ist gleich 0. Kurz lösen, indem du die Wurzel isolierst, dann quadrierst und am Ende noch die Probe durchführst. Die Lösung von dieser Aufgabe siehst du im Video von Tag 36. Wenn dir das Video gefallen hat, wenn du was gelernt hast, würde ich mich darüber freuen, wenn du mir kurz mit dem Daumen nach oben zeigst. Fragen kannst du gerne in die Kommentare schreiben. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Lass es dir gut gehen. Ciao und tschüss. Dein Rick.